Da sind schon mal die ganzen Teams, richtig viel los hier. Und erst kam ja das Kostüm. Nee, erst kam das Motto, dann kam das Kostüm und dann... Das hat uns eine ganze Abendsession per WhatsApp gebracht. Die CrossFit Famous Ninja Turtles! Hey, jetzt kommen die Hero Turtles! Also, wir haben einmal den Rainer am Start, genau. Und die Tanja. Leonardo. Jawohl, die Heike. Und den Harald. Michelangelo. Ja. Aber am längsten hat tatsächlich der Name gedauert. Das Kostüm war relativ schnell, aber an dem Namen haben wir irgendwie nächtelang rumgewurzelt. Wobei meine Online-Suchfunktion dann auch erstmal für Tage gestört war mit lauter Kostümanzeigen und so. ihr habt euch gut vorbereitet, gut gefrühstückt alle. Ja. Pizza natürlich. Bitte. Was auch sonst, ja. Dann warten wir mal, bis David das erste Event announced und dann sehen wir uns gleich wieder. Die Halle füllt sich. Grandiose Outfits, grandiose Teilnehmer und grandiose Workouts. Krass, nach anderthalb Jahren sowas wieder machen zu können. Darauf haben wir lange hingefiebert und jetzt tatsächlich auch ein paar Wochen hingearbeitet. Und da hätte ich gerne schon mal einen Vorab-Applaus für den lieben Thomas, der uns musikalisch im Hintergrund. Also, Event 1. 6K Rows, 6000 Meter runter. 600 Push-Ups. Und 6K Run. Ich gebe euch Tipps, strategische Tipps nicht. Das könnt ihr selber unter euch ausmachen, wie ihr das macht. Das ist teamabhängig. Nutzt eure Stärken, versteckt die Schwächen. 600 Push-Ups. Oh mein Gott. Ja, im Schnitt sogar 150 pro Nase. Ich habe gedacht, oh Gott, oh Gott. Also war schon klar, dass das aufzuteilen ist. Ja, aber es war schon schwer vorzustellen, dass das in 35 Minuten macht. Erstes Event, sehr taktisch. Ihr habt es gerade eben mitbekommen. Alle sind hier super am Grübeln, wissen nicht genau, wie sie es aufsplitten sollen. Sehr spannend. Schauen wir mal, wie es am Ende passieren wird. Was ein Stress, diese Taktik. Heike, du hast relativ früh gesagt, du willst total gern laufen. Ja, weil die 6 Kilometer Laufen habe ich mir in einer guten Zeit zugetraut, weil ihr gesagt habt, Laufen ist nicht so euer. So haben wir es uns dann aufgeteilt und haben gesagt, okay, wir machen große Pakete und die Minimum-Pakete. Und das hat ja dann insgesamt auch funktioniert. Ich dachte, wir müssen nochmal einmal die Runde ablaufen. Ja, genau, lass mal alle eine Runde joggen. Ja, dann geht mal joggen hier. Geht mal joggen, lauft euch mal warm. Da könnt ihr ja noch ein bisschen besprechen. Domi ist bekannt als der Stratege hier. Auf jeden Fall. Hat er schon die Meisterstrategien rausgehauen? Es gibt so ein paar Ideen. Es gibt so ein paar Ideen, ja. Julia, was ist deine Taktik? Haben wir keine. Jawohl! I love this player. Die Schoko-Crossies. Hot, hot, hot. Das ist der Schildkrötenbuckel, ja? 1 Meter sind 1 Meter auf der Dauer. Gleich geht's los. Auf der Kiste so easy angefühlt. Ich so, locker, machst du alle alleine. Ihr wechselt euch alle wie viele Meter ab? Ja, wir haben eine relativ komplexe Strategie. Oh, okay. Schön. Na, wurdest du mehr so auf Push-Ups gesetzt oder mehr auf Rudern? Oder? Alles. So wie es ein guter Crossfitter macht, ne? Alles, aber nichts. 10 Minuten sind's noch. Viele Leute haben jetzt schon über 5 Kilometer auf dem Rudergerät. Spannend. Ich finde so eigentlich überhitze bei jedem Sport. Ja. Selbst im Winter. Und dann kam der Ventilator mit der Recht. Jawohl, Event geschafft! Ja! Zufrieden? Strategie aufgegangen? Das Event hat uns geschafft. Wir hatten echt eine gute Strategie. Ja, die Taktik war es. Aber Respekt erstmal daran, keiner von euch den Anzug hier ausgezogen hat, ne? Ja, stimmt. Ja, okay. Ich kann euch die Haut runterreißen. Nummer 6. Übung Nummer 1. Wir haben eine Welt. Übung Nummer 3, Power Clean.
Ja, ich fand's super. Ich machte mir aber tatsächlich ein bisschen Sorgen, weil ich bin ja jetzt tatsächlich schon der älteste Hase hier beim CrossFit, aber ich fand diese Übung schon komplex. Und mir überlegt, dann ist es für die anderen nachher noch komplexer. Ne? Weil ich musste auch jedes Mal überlegen, was wollen die da eigentlich? Ich würde es jetzt auch nicht zusammenkriegen. Die Übung. Das war doch das mit sehr viel Übernachtung. Deadlift, Hang Snatch. Hang. Ja, das gibt schon los. Also, wir haben ein paar schwere Lifts gesehen, ne? Ja, alles nervös. Seid ihr jetzt heiß? Jetzt sind alle nervös. Das hat mich gar nicht beeindruckt. Cool geblieben, ganz cool geblieben. Natürlich, ja. Ich hab hingeguckt. Hier ging das Drama ja schon los, dass wir in Sachsenhausen andere Gewichte haben. Ne? Das heißt, die kleinen Scheiben, das sind 2,5er. So, und dann habe ich mir die 2,5er draufgepackt und es waren gar nicht die 2,5er. Das waren die. Aber weil also wir haben ein paar kleine Fünfer. Ja. So, das heißt, ich hatte meinen Personal Record schon beim ersten Mal. Warm. Und dann die dreistellig. Jawohl! Moment, sonst erkennt man meine Identität jetzt. Zufrieden? Absolut. Absolut, ja. Dreistellig. Danach kam nur noch Kühe. Ja, ich esse jetzt den Foodtruck leer, ist mein Plan. Schön scharf. Scharfer Thunfisch, der ist echt richtig scharf. Okay. Guck mal, da die kleine Baby-Schildkröte. Oh, Baby-Turtle. In ihrem T-Shirt. Ich will Pizza. Ich hab's extra angezogen. Oder Pizza-Milch. Egal. Dieses Workout ist eine Mischung aus Strategie, klassische CrossFit. Und hier oben. Gerade zum Ende. Also, jeder Torwart sein. Drittes Event nach dem Mittagessen. Ihr habt es vielleicht gesehen, sehr taktisch wieder. Die einzelnen Mitglieder müssen schauen, wo sind die Stärken, wo sind die Schwächen, wer macht welches Gewicht, wer macht welches Movement. Auch wieder viel Teamwork, viel Teamarbeit, viel miteinander Absprache. Insgesamt wieder ein cooles Ding. 6 Minuten, das ist so persönlich meine gute Zeitdomain. Ne? Alles über 6 Minuten wird immer ein bisschen anstrengend. Aber es ist eigentlich, gib Vollgas, halt durch, mach die Zahlen schnell fertig und dann rast auf dem Airbike aus eigentlich. Das ist ein schönes Ding. Ich freue mich, mal gucken, wie sich die Turtles, die Ninja Turtles, gleich entscheiden werden, wer was bewegen darf. Oh, da hatten wir eine richtig große Konferenz, die gefühlt 4 Heats lang ging, wo wir uns taktisch besprochen haben. Strategie war, da durchzukommen, ne? Ja, exakt. Den nächsten paar Kalorien zu strampeln. Genau, das Entscheidende war ja, dass man als Team nur Punkte machte mit den Kalorien aus dem letzten Movement. Das war dann die Belohnung, dass man aufs Fahrrad darf. Genau, also war ja die Aufgabe, bringe so viele Leute wie möglich aufs Fahrrad, ne? aufs Bike. Und wir haben deswegen so lange gesessen, weil wir keine Möglichkeit gefunden haben, uns alle 4 sicher aufs Bike zu bringen, sondern immer irgendwie nur 3. Und für eine dieser Varianten müssen wir uns dann entscheiden. Und zum Fokussieren, denkt an die Maske auf. Ja. Weil ihr seht einfach nichts mehr nach links und rechts. Es ist scheißegal, was ihr machen oder was nicht machen.
erster Hit vorbei, sah hart aus, ja, oder? Aber man lernt auch von den anderen und wir verändern unsere Taktik. Oh. Wenn ich hier schon den letzten Platz habe, dann mache ich den ersten Platz im Schreier. Jawohl. Na, kriegt man da schon Lust? Ich bin total eingeschüchtert. Die haben da ganz schön Gas gegeben gerade, ne? Ja. Hey, Sebastian! 170! Hast du gerade deine Seele verkauft? Aber sowas von. Aber nicht so günstig. Aber das war so spannend, weil also ich war lange nicht mehr so aufgeregt wie davor. Also ich hatte wirklich so einen Adrenalin-Rush. Hey. Und während dem Workout war alles gefühlt deutlich einfacher, als ja, dass wir es hier geübt hatten. Ich jetzt vom Airbag runter bin, was mache ich jetzt noch mit meinen Beinen? Ausstrecken tut weh, anlegen tut ja weh, abhacken wäre super gewesen. Es ist Snatches und ich habe die letzten Snatches aus mir rausgeholt, aber es war trotzdem, es war der schönste Moment in dem ganzen Workout. Dasselbe Gefühl wie du, weil tatsächlich, es kamen immer mehr Leute, ne? Hm. Um mich herum, haben mich angefeuert und ich glaube, ich hätte, wenn auch keine Leute gestanden hätten, mich abgebrochen. Ja. Ich bin durch, Stolz. Gut, Rack an Tom. Mega. Aber jetzt erstmal geschafft. Ja, das Eco-Bike. Ja. Schön gekämpft, Mann. Danke. Gekämpft hast du auf jeden Fall. Das ist die Hauptsache. Alles wir gegeben. Haben die Tanja aufs Bike gemacht. Jawohl. Das ist doch, wie sie gefahren ist. Ja. Ohne Mist, wenn die anderen nicht da gewesen wären, hätte ich das auch nicht. Du wurdest reingeschrien ins Ziel, ja. Ja. Sehr stark. Ja. Jawohl, mega. Bam. Zack! Drei Events sind durch. Nur die vier besten Teams kommen jetzt ins Finale, in den Final Heat. Schauen wir mal. Ich glaube, unsere Turtles sind leider nicht dabei. Aber natürlich haben sie ihr Bestes gegeben. Und jetzt sind wir mal gespannt, wer heute den Team Cup gewinnt. Team Pumpernickel, werdet ihr das schaffen? Easy, easy. Max, das sind ja 10 Meter, ne? Das heißt, wie viele Schritte sind das für dich? 4? Ja, 3? Genau. Ja, 4. Der Kevin muss da schon 20 machen, ne? Also. Caro, welche Dumbbell darfst du nehmen? 35. 35? Ah, wieso nicht die 45? Ja, ich werde die Jungs müssen ja auch mal ein bisschen was machen. Stimmung war am Kochen. War auch so spektakulär, dass du als Zuschauer so super mitverfolgen konntest, wie es gerade da stand, weil sie alle immer diesen Weg durch die Arena gemacht haben. Und wie du sagst, ne, also ein Team super vorgelegt, dann holt das nächste Team auf. Dann kommen auf einmal Boxjumps von einem anderen Planeten, wo du denkst, hoppla, das bringt jetzt aber was. Und auf einmal sind zwei Teams gleichzeitig. Und dann, also das war sowas von spektakulär. Also Team Cup ist wirklich das geilste Event in einem Jahr. Das habe ich euch, glaube ich, auch gesagt, das ist so, also aus meiner Perspektive das Beste. Ich muss ja sagen, ich hatte Glück, als ich euch drei Vögel erwischt habe. Platz 3 haben wir gerade gesehen, die Falter 4. Platz 2, sehr, sehr knapp, unser Team BK Junior. Am 4. Event Platz 1 gewesen, ohne Zweifel, alles los, nächstes Jahr, Sieger!